einen wunderschönen guten Nachmittag aus meinem Abgeordnetenbüro. Ich habe mal wieder eine Postkarte bekommen, leider ohne Absender. Habe ich manchmal, dass jemand mir anonym was in meinen Briefkasten werft und ich finde das immer so schade, weil auch bei kritischen Themen kann man ruhig sagen, wer man ist. Ich beiße in der Regel wirklich nicht und diskutiere auch gerne. Ja, auch über schwierige Themen, wo wir auch unterschiedliche Meinungen haben. Deswegen ist es mir aber wichtig, das Ansinnen, das Thema, was hier angesprochen wurde, zumindest per Facebook nochmal zu thematisieren und vielleicht hört derjenige oder diejenige dann auch das Video über Facebook. Es geht nämlich, und das passt zum heutigen Tag des Verbraucherschutzes, es geht um Plastiktüten. Konkret, ich lese einfach mal kurz die Karte vor, ist der Hinweis, der gekommen ist, dass die Meere jetzt etwas langsamer verschmutzt werden, weil Plastiktüten es etwas Geld kosten. Dabei gibt es gute Taschenalternativen, die aber leider zu wenig genutzt werden. Und wann werden die Plastiktüten endlich ganz verboten? Dazu hat sich die damalige Bundesumweltministerin Barbara Hendricks ja vor knapp 2 Jahren auf den Weg gemacht. Es gibt seit Mitte 2016 eine freiwillige Selbstverpflichtung mit dem Handelsverband Deutschland. Und ich denke, auch ihr werdet es merken, hoffentlich auch in eurem eigenen Nutzerverhalten und am Verbrauch. Die allermeisten Plastiktüten kosten jetzt in den Geschäften etwas, so zwischen meiner Erfahrung noch 10 und 20, manchmal auch 30 Cent. Ganz viele Geschäfte, viele Lebensmittel haben sie auch komplett aus dem Sortiment rausgenommen und Menschen nehmen immer mehr ihre eigenen Einkaufsbeutel, mehrfach Plastiktaschen oder irgendwie Stofftaschen mit. Also insofern hat diese freiwillige Selbstverpflichtung schon großen Erfolg gehabt und man muss ja immer angucken, wie erreiche ich ein Ziel am besten. Und dieses Ziel ist schon wirklich gut erreicht worden, denn Grundlage der Initiative ist, dass es eine EU-Regelung gibt, die besagt, dass bis 2025 der Pro-Kopf-Verbrauch an Plastiktüten pro Jahr auf 47 gesenkt werden soll. Oder noch ein bisschen weniger, ich glaube rund 40. In Deutschland haben wir das jetzt bereits fast erreicht. Und meine Wahrnehmung ist, es wird auch immer weiter runtergehen. Und ich mache euch einen kleinen Vorschlag. Es gibt nämlich wunderbare SPD-Stofftragetaschen. Also wenn ihr eine haben wollt, dann schreibt mir doch einfach kurz eine Nachricht hier bei Facebook und ihr kriegt von mir eine wunderbare SPD-Tragetasche zugeschickt, die ihr dann ein Leben lang fürs Einkaufen benutzen könnt. In diesem Sinne, vermeidet Plastik und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Nachmittag. Bis bald!